Mesdames, Messieurs, nun steigen wir gemeinsam die Treppe empor ins obere Stockwerk meines Bürgermeisterhauses, in welchem die Appartements privé jene Privatgemächer meiner Familie untergebracht. Zu meiner Zeit war die Treppe eine gar beengt, hölzern, spindelartige, die jedoch immer noch komfortabler war als die leiterartigen Stiegen in ärmlichen Häusern. Wenn wir den oberen Flur erreicht haben, fällt jenen unter Ihnen, die einen Blick für die Besonderheiten meines formidablen Hauses haben, sofort jenes in Blau gehaltene, kastenförmige Stiegenhaus auf. Tatsächlich ist es ob seiner grob geschreinerten Machart doch besonders wertvoll, weil in vielen meinem Hause gleichgestalteten Bauwerken längst entfernet und heutigen Bedürfnissen nicht mehr als modern genug geltend. Innerhalb des Stiegenhauses führt eine steile Treppe in den Speicher hinauf. Unter dieser befindet sich ein trockener Vorratsraum, sehr kommod für Frau Stroh, ganz praktisch zu nutzen für die Aufbewahrung von Kraut, Marmelade, Bohnen, Sauerkraut, Öl, Trockenobst. Dahinter sehen Sie die Außenwand des Rauchfangs, gemacht aus Fachwerk und verputzt. Nach oben zum Dachgeschoss verjüngte er sich zu einem Schlot. Ich vermag nicht mehr zu sagen, ob sich der erwähnte Schlot zum Speicher hin öffnete und seinen Rauch direktement in den Dachraume preisgab oder ob jener Schlot durchs Dach reichte, ganz einem Kamine gleichend. Frau Stroh nutzte den Rauchfang zur Räucherung der gar köstlichen Schinken und Würste, weshalb er durch eine einfache Brettertür mit leichtem Riegel verschlossen war.